Hallo Freunde da draußen, hier ist euer Flex und er hat heute lehrermäßig einen Stift dabei und eine Tafel. Ist ein bisschen ungewohnt für mich, aber mal sehen, was dabei rauskommt. Warum tue ich das? Ich tue dies, weil ich euch was erzählen will über Superkompensation bzw. Das Thema, in welchem Verhältnis sollte ich trainieren und regenerieren, mich erholen. Ja, wie lange braucht ein Muskel, um sich erholt zu haben und positiv angepasst zu haben, aufgebaut zu haben? Wie läuft sowas ab? Vielen von euch da draußen ist das vielleicht nicht hundertprozentig klar oder überhaupt nicht klar. Ihr habt euch noch gar keine Gedanken gemacht. Jetzt sind gute Vorsätze Zeit. Ich trainiere jetzt einfach mal täglich, obwohl ich vorher gar nichts gemacht habe. Viel hilft viel. Das könnte unter Umständen eine etwas fehlgeleitete Vorstellung sein. Wie auch immer, ich erkläre euch, wie es läuft und hoffe euch damit ein weiteres Mal zu helfen. Strong, zoom heran. Yes, sir. Und? Damit hat natürlich keiner gerechnet. Dass es nicht geht. Dass ich das so professionell mache. So. Okay, läuft. Also, ich mache euch eine ganz einfache Grafik. Also, ich finde sie einfach. Und zwar zwei Parameter. Ich weiß nicht, ob es ein Parameter sind, aber ich nenne es jetzt so. Wir haben einmal die Zeitkurve. Die bezeichne ich mal mit Z. Für Zeit. Und dann haben wir oben die Kraftkurve mit K. Und jetzt machen wir hier mal eine kleine Skalierung. Wie gesagt, ich mache es ganz einfach. 0, 1, 2, 3. Und bei Zeit trage ich nichts ein, weil das wäre zu kompliziert. Jetzt gehen wir davon aus, ihr trainiert und ihr habt gerade Kraftniveau 2. Das ist einfach nur mal eine Einteilung, um dem Ganzen mal einen Wert zu geben. So. Und jetzt kommt das Training. Ich glaube, ich nehme mal eine andere Farbe. Und zwar blau. Okay, jetzt kommt das Training. Und das Training dauert so lange. Und das Ganze bezeichne ich mit TE, Trainingseinheit. Und während des Trainings, ob es ihr es glaubt oder nicht, geht das Kraftniveau nach unten. Das ist ein sogenannter kataboler Prozess, ein Abbauprozess. Also ihr trainiert und trainiert und trainiert, ihr trainiert hart und härter und härter und härter. Training ist vorbei, Kraftkurve ging nach unten. Trainingseinheit beendet. Nochmal sittig durch meinen blauen Strich. So, und jetzt beginnt die Regeneration. Da gibt es ein paar Maßnahmen, die man ergreifen kann, da möchte ich jetzt nicht weiter groß drauf eingehen. Man könnte zum Beispiel nach dem Training ein bisschen dehnen. Man könnte Entspannungsübungen machen, man könnte heiß duschen, man könnte in die Sauna gehen. Man sollte sich gut ernähren, damit die Regeneration begünstigt wird, so oder so. Wenn ihr anständig trainiert habt, das heißt, ihr habt den Muskeln mehr abverlangt, als sie problemlos waren in der Lage zu leisten, ihr habt sie überfordert, ja? Ihr habt ihnen gesagt, ihr seid nicht gut genug, nicht stark genug, dann wird der Körper in der Regenerationsphase, wir kommen hier wieder nach oben, nicht nur auf das alte Kraftniveau von 2 zurückgeht, sondern er wird sagen, verdammte Axt, ich hatte nicht genug Kraft, ich war überfordert, das ist so ein, wenn ihr evolutorisch denkt, dann ist das so eine Information wie, ich war nicht überlebensfähig für die mich umgebenden Umweltbedingungen. Und der Körper will überleben, also sagt er, ich pack was drauf. Zack. Und das ist dann die positive Anpassung, der Aufbauprozess, den ihr euch alle wünscht, die Superkompensation. Und jetzt habt ihr auf einmal Kraftniveau 2,2. Yeah. So. Und das ist der Punkt, an dem ihr am besten eure nächste Trainingseinheit macht. Oder den Muskel
oder die Muskeln, vielleicht trainiert ihr im Split, vielleicht trainiert ihr einen Tag Arme, Brust, Schultern, am anderen Beine, Bauch, Rücken. Also es geht auf den Muskel, den ihr trainiert habt, den solltet ihr dann trainieren, wenn er weitestgehend fertig regeneriert hat. Und dazu ist jetzt die große Frage, wie lange dauert es denn vom Ende des Trainings bis zu dem Zeitpunkt, wo der Muskel fertig regeneriert ist? Das ist also die große Frage und auch zugleich ein Schlüssel zum Erfolg. Ja? Und da gibt es jetzt mal eine grobe Richtung. Wenn ihr Leistungssportler wäret, würdet ihr euch das Video nicht reinziehen. Weil dann solltet ihr das verdammt nochmal wissen. Oder ihr wisst gar nichts und der Coach weiß es. Ja? Da dauert es 12 bis 24 Stunden. Sei kurz erwähnt. Gehen wir mal vom Otto-Normalverbraucher, Otto-Normalverbraucherin aus. Dann reden wir von 48 bis 72 Stunden grobe Richtung. Stunden. Ja? Das heißt also, habe ich heute meinen Bizeps trainiert und ich brauche 48 Stunden zur Regeneration. Wie lange brauche ich Pause? Einen Tag. Am nächsten Tag trainiere ich wieder. Weil man muss gefährlich regeneriert, ist erst hier. Ja? Bin ich sehr untrainiert oder habe beim Training höllisch Gas gegeben? Und ich merke das ja auch, habe ich auch irgendwie Muskelkater drin und brauche entsprechend länger zurück in der Zone, muss ich vielleicht 2 Tage Pause machen, um dann wieder einen Trainingsreiz setzen zu dürfen. Ja? So oder so, der Schlüssel ist, diesen Punkt zu treffen, hier wieder zu trainieren. Hier kommt also, Achtung, der blaue Stift, die nächste Trainingseinheit, wieder gekennzeichnet mit TE. Es geht nach unten, aber nicht ganz so weit, weil wir haben ja auch vom höheren Niveau angefangen. Und dann kommt wieder der Aufbauprozess, das war das alte Kraftniveau, der Aufbauprozess, es geht wieder nach oben und wieder nach oben und wieder nach oben. Und ihr habt das, was ihr wollt. Einen fetten Muskelzuwachs. So wie der Strong. Stellt sich nur noch die Frage, wo sind meine Muskeln, meine Hand? Scheiße. Okay, also das ist wichtig zu wissen. Ja? Plant euer Training entsprechend. Trainiert nicht jeden Tag wie blöd, wenn euch auch noch alle Knochen wehtun. Das nennt man dann nämlich Übertraining. Das zeige ich auch noch vielleicht kurz. Was passiert, wenn ich hier trainiere? Da zu früh noch nicht fertig regeneriert. Ja? Dann geht es im schlimmsten Fall abwärts. Das wollt ihr gar nicht. Trainiert wie blöd und es geht nichts vorwärts. Nachher verletzt ihr euch auch noch oder sowas. Ja? Also das wollen wir nicht. Super Kompensation bzw. Regenerationsprinzip, das solltet ihr unbedingt auf Plan haben. Dann trainiert ihr erfolgreich. Ich bin raus. Macht's gut. Abonniert uns. Und es gibt mehr von diesem heißen Input. Ciao.